Schockblasen aufkommen. Yusa Kabane mit einem wunderschönen Kick in Völlebock auf zwei Tilan. Das muss es gewesen sein. Moonfall nochmal auf der Backline. Wunderschön gespielt von Brightstalker. Der hat nochmal versucht, das zu drehen, aber es reicht nicht aus. Big macht diesen Fight. Sie schaffen es. Big wird im Finale gegen Penta um den ersten Seed der Prime League spielen. Die Defensivvariante, das heißt zuerst die Ultimate, dann der Stun. Brightstalker geht es aber noch vergleichsweise gut. Camillus steht dazwischen. Die wollen das fighten, aber sind in Unterzahl. First Blood gibt es hier eiskalt für Funky, der einen Jump nach dem anderen. Oh. Buff. Er ist einfach ein Triple Jump Kill. Damit ist Penta sicher auf dem ersten Platz, sicher in den Finals der Prime League Summer Playoffs und quasi ein Best of Five davon entfernt, der Prime League Summer Champion zu sein. Ja, das fing alles damit an, dass wir halt zwei neue Spieler dazu bekommen haben, weil zwei alte Spieler abgegangen sind und wir dann ein paar Sachen neu machen mussten. Wir mussten uns nochmal neu finden. Wir hatten zu Beginn des Splits die beiden Spieler Akabane und Melodic gesigned, wo ich wusste, dass die keine oder sehr wenig competitive Erfahrung haben. Aber ich wusste, dass sie mechanical begabt sind und das ist alles, was ich brauchte. Wir sind 7-0 gestartet, haben dann ein Spiel gedroppt, wo wir wirklich einfach einen schlechten Draft hatten. Und dann kam dieses eine große Spiel gegen Evie, wo wir 11k Goldlead hatten, zwei Nips down und uns einfach nicht hinbekommen haben zu finishen. Und dann kam das Dunker-Gwen-Play am Ende. Ich glaube, seit dem Spiel war ich nie so richtig happy. Für mich war das extrem schwer. Also ich bin es gar nicht gewohnt zu verlieren. Und für mich ist es halt so gefühlt ein kleiner Weltuntergang, wenn wir dann ein Game verlieren. Unser Start in den Split war eigentlich, war nicht schlecht. Bis zu dem Punkt, wo wir dann gegen ESG verloren haben. Wir haben sehr viel über dieses Spiel diskutiert, sind auch einigermaßen emotional geworden und ich denke, das hat halt bei jedem irgendeine Reaktion herbeigeführt. Und das hat uns halt mega gestärkt für die nächsten Wochen. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Job gemacht, uns konstant zu improven und die, sagen wir mal, Höhen und Tiefen, die jedes Team hat im Sport, versuchen immer das Beste daraus mitzunehmen. Es waren halt wirklich vier Games am Stück, wo ich mir gedacht habe, wir hätten an den vier Spielen immer EO Masters securen können. Und das war halt mein ganzes Bild. Ich wollte diese EO Masters schaffen. Und eigentlich dachte ich auch nicht, dass wir uns davon nochmal erholen werden. Ich dachte eigentlich, dass wir rausfliegen werden. Aber wir haben es dann doch geschafft, unerwartet, dass wir dann nochmal die Kurve bekommen haben. Wenn wir wirklich ins Finale kommen wollen, müssen wir tryharden. Haben alles reingesteckt, haben intensiv gestreamt, intensive Talks gehabt, wie wir das approachen wollen. Und haben es dann eben geschafft, doch noch ins Finale zu kommen. Ich glaube, wir haben gute Chancen, das Finale zu gewinnen gegen Big, weil wir ein echtes Team sind. Ja, wir haben die Power of Friendship bei uns im Team. Ich glaube, die fehlt bei Big ein bisschen. So viel kann ich auf jeden Fall dazu sagen, dass wir gegen Penta bis jetzt noch kein einziges Game verloren haben. Und ich habe auch nicht vor, im Finale ein Game gegen sie zu verlieren. Ich habe das Gefühl, Penta 1860 Win-Record gegen uns strebt gegen 0%. Und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern in Beine. Sind auf jeden Fall ein solides Team. Ich weiß nicht, noch nicht so ganz, was sie so krass auszeichnet. What I think about Big, you mean when they're not losing against the bottom tier team? Ja, sie sollen auch jetzt nicht sauer sein, dass sie Underdog sind. Das ist eigentlich, glaube ich, was ganz Gutes. Vor allem der gute Kidui, der immer vorsteppt und immer baitet. Ne? Diesmal kriege ich einen Flank auf ihn und BAM! Und da bin ich wirklich gespannt, wie gut sich Penta nochmal vorbereiten kann, weil Big, man hat wirklich gemerkt, sie sind von Serious zu Serious besser geworden, haben mehr Confidence bekommen, sich auch im Draft wohler gefühlt und da muss sich Penta warm anziehen.